Hallo zusammen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich vermute, die meisten haben sich schon denken können, dass nun ein Video von mir kommen soll. Und ich möchte kurz aufs Thumbnail wieder eingehen, denn Clickbait, ja, nicht so mein Ding. Es soll einfach darstellen, nicht den Cashbestand von AMC, der ist noch da, wird aber abschmelzen und geht dann in Regionen, wo man auch sieht, dass AMC hier wieder etwas tun möchte, wenn man es positiv formulieren will, proaktiv und präventiv. Dieses Bild soll eher dafür stehen, was danach kommt, denn AMC sagt klipp und klar, hey, uns gehen die Aktien aus. Wir haben zukünftig keinen Spielraum mehr, um gewisse Dinge zu tun und das wird ja schwer werden in den nächsten Monaten und es wird weitere Maßnahmen von AMC erfordern. Aber wir starten erstmal mit der Transaktion, wie ich sie verstehe und wie ich sie für mich gelernt habe. Und das versuche ich euch einfach in Kürze einigermaßen hoffentlich verständlich aufzuzeigen. Und danach gehen wir auf alles weitere ein. Von daher würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und wir legen los. In dieser kleinen Tabelle habe ich versucht, die Unterschiede zwischen einem regulären ATM-Offering und der Forward Transaction darzustellen. Könnt ihr gerne pausieren. Ich denke, wir brauchen es nicht extra hier durchgehen, denn sonst wiederholen wir uns vielleicht beim detaillierten Ablauf, den wir uns dann noch anschauen werden. Als nächstes schauen wir auch noch kurz auf die Gründe, die AMC angibt, weshalb dieses Kapital generiert werden soll. Und zwar ist da eigentlich alles Standard, so wie immer, brauchen wir glaube ich auch nicht durchgehen. Es wurde eben lediglich noch der AMC Go Plan mit aufgeführt, der zur Verbesserung der Kinos beitragen soll. Ein entsprechend detailliertes Video zum AMC Go Plan gibt es ja auch hier auf dem Kanal. Wie ihr sicherlich auch schon gelesen oder gehört habt, ist die Counterparty in diesem Geschäft Goldman Sachs. Also AMC arbeitet hier mit Goldman Sachs zusammen. Das haben sie auch schon in der Vergangenheit bei den letzten ATM-Offerings zusammen mit anderen Partnern. In dem Fall hier ist jetzt nur Goldman Sachs der entsprechende Geschäftspartner. Manche versuchen da dann eben auch einen Strick draus zu drehen für AMC. Letztendlich sehe ich da keinen großen Unterschied im Vergleich zur Vergangenheit. Zudem braucht man natürlich einen leistungsfähigen Partner, um so etwas abzuwickeln. Und ja, ich meine, nahezu jede Firma aus der Finanzbranche hat hin und wieder diesen gewissen Ruf oder ist mal in Verruf geraten. Und von daher, AMC braucht einen Partner, der sich damit auskennt. Und wenn AMC zur Ansicht kommt, dass Goldman Sachs da der richtige Partner ist, dann gehe ich davon aus, dass sie die Wahlweise getroffen haben. Und ja, auch ein Leerverkauf wird technisch von Goldman Sachs in diesem Fall ausgeführt, denn AMC verpfändet im ersten Schritt erstmal die Aktien an Goldman Sachs, verleiht sie also. Und das ist ja dieses klassische Prinzip eines Leerverkaufs. Man leiht sich eine Aktie und verkauft diese dann am Markt, geht damit Short in diesem Fall und zu den genauen Details kommen wir dann jetzt im Anschluss. Hier aber auch noch ein kleiner Disclaimer. Es gibt unterschiedliche Dokumente bei den Filings, die sich teilweise auch etwas unterscheiden. Ich habe versucht, aus diesem Konglomerat an Informationen nun einen Ablauf zu finden, ein Modell zu finden, wie ich denke, dass es funktioniert. Da kann es unterschiedliche Meinungen geben und es kann auch sein, dass ich etwas missverstanden habe, das nur der vollen Transparenz halber vorweg. Wenn ihr eine andere Ansicht habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich überprüfe das dann gerne nochmal, beziehungsweise werde auch die nächsten Tage nochmal mir das Ganze anschauen und versuchen, noch besser zu verstehen. Wir schauen uns das Ganze jetzt aber einfach mal in kleinen Häppchen an. Ich musste natürlich etwas vereinfachen teilweise und wie gesagt auch eigene Interpretation hereinbringen. Zudem sind diese Phasen nicht so klar getrennt aufgeführt in den Filings, sondern das dient einfach diesem Verständnis. Wir fangen also an bei der initialen Hedging-Phase. In dieser Phase übergibt AMC die Aktien an Goldman Sachs, verpfändet diese an Goldman Sachs, verleiht diese an Goldman Sachs, wie ihr es für euer Verständnis besser nennen wollt. Und Goldman Sachs fängt dann an zu arbeiten. Sie verkaufen diese Aktien, kaufen wohl aber auch teilweise zurück. Das heißt, es findet aus meiner Sicht mehr oder weniger eine Art Trading statt, um eben auch Liquidität zu schaffen und diese auch wieder abzuschöpfen, um gegebenenfalls und hoffentlich das bestmögliche Ergebnis
herauszubekommen. In dieser Phase wird dann auch der Floor und der Cap Price ermittelt. Und da schauen wir uns auch nochmal in einer anderen Grafik an. Der Cap Price, also einfach das Maximum, das festgelegt wird. Und hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Es kann sein, dass dieser Cap Price, also dieser Maximalpreis, der bei einem Verkauf generiert werden kann, bereits gedeckelt ist. Und ebenso könnte es sein, dass dieser Floor Price, der Mindestpreis, der erzielt werden muss, ebenfalls bereits festgelegt wird. Das ist nicht hundertprozentig klar aus meiner Sicht. Später gibt es dann einen sogenannten Reference Price, ist einfach ein ermittelter Durchschnittskurs, zu dem die Aktien dann letztendlich dann auch abgerechnet werden. Man kann sich das Ganze auch im Filing angucken. Da sieht es dann zum Beispiel hier so aus. Da sehen wir dann auch manche Begriffe, die wir gerade schon gesehen haben. Und wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig klar, ob in der Hedging-Phase, wovon ich mehr oder weniger ausgehe, das Ganze ermittelt wird mit Cap und Floor Price oder ob es schon vorab festgelegt wird. Nach diesen Formularen könnte es auch sein, dass es so mehr oder weniger eine Mischung aus beiden ist. Ist, glaube ich, auch nicht ganz relevant, wie es jetzt dann genau abläuft. Es wird auf jeden Fall entsprechende Absprachen auch im laufenden Betrieb geben. Diese Phase kann Tage, kann aber auch Wochen andauern. Es kommt eben darauf an, wie aggressiv man da an die Geschichte rangeht, wie viel Liquidität und Volumen dann eben auch herrscht. Und danach folgt die Phase 2, nämlich die Vorauszahlung. AMC erhält aufgrund dieses Floor-Prices, des Mindestpreises, eine Vorauszahlung für die Anzahl der Aktien, die sie an Goldman Sachs übergeben haben. Logischerweise danach kommt die Phase 3, die Bewertungsphase. In diesem Zeitraum finden also aus meiner Sicht nach wie vor die Verkäufe und Rückkäufe teilweise statt. Natürlich in dieser Hedging-Phase kann Goldman Sachs sich auch beispielsweise durch Derivate absichern, damit die einfach keine so große Risikoexposition haben. Das nur der Vollständigkeit halber. Aber in dieser Bewertungsphase findet das dann, würde ich sagen, ähnlich statt. Und die kann dann eben auch Tage und Wochen dauern. Das wird man dann abwarten müssen. Und in dieser Zeit ist dann maßgeblich eigentlich die Ermittlung des Reference Prices ausschlaggebend. Eben dieser erwähnte Durchschnittskurs, den AMC dann am Ende der Transaktion erhalten wird. Zum Schluss dann noch die Abwicklungsphase. Goldman Sachs neutralisiert seine Positionen und ermittelt dann anhand von Reference Price dann nochmal, wie viel AMC erhält, zusätzlich zur Vorauszahlung. Natürlich ist es so, je besser es gelaufen ist, dieser Verkauf, und je höher der Reference-Preis, desto mehr gibt es dann am Schluss noch für AMC. Theoretisch könnte AMC auch sagen, hey, zahlt uns einen Teil in Cash aus und ihr dürft uns auch in Aktien zurückzahlen. Ist vielleicht nicht ganz realistisch, aber theoretisch wäre es möglich, wenn nicht alle Aktien verwendet wurden, also nicht alle 50 Millionen, könnte auch sein, ich halte es aber auch für unrealistisch, würde Goldman Sachs in dieser Phase dann auch die Aktien an AMC zurückgeben. Dann findet noch das Net Settlement statt. Das ist mehr oder weniger eine finanzielle Verrechnung, ohne dass die Aktien physisch transferiert werden müssen. Und ich denke, in diesem Fall wird es dann auch so laufen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass AMC hier dann in Aktien bezahlt wird oder noch Aktien zurückbekommt. Schön wäre es natürlich, wenn einfach nicht so viel aufgewendet werden muss. Warum, sehen wir gleich im Anschluss. Genau, wenn die Transaktion dann vollständig abgewickelt ist, hat AMC also diese Vorauszahlung erhalten und dann noch diese zusätzliche Zahlung, wenn es gut lief, über den Reference Price. Die Forward Counterparty, also Goldman Sachs, ist dann entsprechend im Regelfall aus allen Positionen raus und hat die Transaktion somit abgeschlossen und seine Verpflichtungen erfüllt. Ich hatte mir dann noch überlegt, ob wir irgendwie nochmal das Aufzeigen, das Ganze mit Beispielen bei Kurs so und so und hin und her. Letztendlich glaube ich aber, dass es relativ einfach gestaltet ist oder sich ja einfach schätzen lässt, nämlich, dass man einfach schaut, wie hoch war denn der Kurs durchschnittlich in der letzten Zeit, während dieses ganze Projekt läuft. Und wenn man einfach davon ausgeht, 50 Millionen Aktien mal 5 Dollar beispielsweise, gibt es eben 250 Millionen Dollar. Das würde ich mehr oder weniger als realistisch erachten, je nachdem, wie sich der Kurs dann eben jetzt weiterentwickelt.
200, 250, 300 Millionen. Das heißt, mal dahingestellt, dieses Kapital wird auf jeden Fall die nächsten Monate aus meiner Sicht noch verwendet werden müssen, sei es für die Quartal 4 Verluste oder auch für die etwaigen Verluste im Quartal 1. Lässt sich noch ein bisschen schlecht absehen, hatten wir aber schon im letzten Video mal ein bisschen angesprochen. Und eben auch diese Nichtbegeisterung, sage ich mal, über den aktuellen Zustand. Wir schauen hier mal nochmal auf den Stand vor der Forward Transaction. So sah es aus bei den Aktien. Nach dieser Transaktion sieht es dann entsprechend so aus. Wir haben also 431 Millionen ausgegebene Aktien und nicht ausgegeben sind dann 119 Millionen. Und nun ist es so, beziehungsweise einfach nochmal, um den Anteil darzustellen, was die 50 Millionen Aktien jetzt hier so ausmachen. Das sieht dann so aus. Nun teilt uns AMC aber einige Sachen mit. Hier sehen wir jetzt den Ausdruck aus einem Filing, das in diesem Zuge veröffentlicht wurde. Und hier sagt AMC klipp und klar letztendlich, es gibt nach dieser Transaktion noch ca. 1 Million Aktien, die nicht reserviert sind für andere Zwecke oder vorgesehen sind für andere Zwecke. Wie auch schon erwähnt, da gibt es noch ein bisschen Spielraum, den man haben kann, aber hier warnt AMC eben tatsächlich recht stark. Und so sieht das Ganze dann eben letztendlich aus. Wir haben 1 Million frei verfügbare Aktien und 118 Millionen Aktien, die für andere Zwecke reserviert sind. Und ich habe mir das Ganze dann nochmal angeguckt, muss auch hier korrigieren. Bei der Compensation sind wohl 25 Millionen Aktien über die nächsten Jahre, also flippt nicht gleich aus, über die nächsten Jahre, über den Equity Incentive Plan entsprechend vorgesehen. Das Management von AMC hat 2021 auch schon mal auf diese Aktien verzichtet. Das wird natürlich selten erwähnt irgendwo. Aber auch dieser Schritt wäre beispielsweise möglich, wenn es AMC wirklich sehr schlecht geht oder eine sehr lukrative Möglichkeit genutzt werden sollte. Ansonsten haben wir eben hier noch die Exchangeable Notes und einen Betrag von 19 Millionen Aktien, kann man sagen, bei dem noch weitere Exchangeable Notes ausgegeben werden könnten. Und so müsste sich das Ganze zusammensetzen. Es wird leider nicht so genau aufgeführt. Aber die Berechnung kommt relativ gut hin. Wir landen mit allem Drum und Dran bei 548 Millionen. Dann haben wir noch diese 1 Million, die frei verfügbar sind, also 549 Millionen. Und das andere sind einfach Rundungsgeschichten. Und somit wissen wir ungefähr aus meiner Sicht, woher diese Zahlen kommen. Was hier jetzt nicht eingerechnet sind, sind diese PIK. Zinszahlungen, gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Ihr wisst vielleicht, was ich meine, das wären nochmal 36 Millionen. Ich meine aber, dass AMC diese nicht in der Rechnung mit aufgenommen hat. Naja, ist auch letztendlich egal. Und so als Zusammenfassung der letzten Wochen ist es einfach aus meiner Sicht so, dass wir jetzt ganz viele AMC Red Flags hatten. Wir hatten die aus meiner Sicht enttäuschenden Zahlen. Wir haben mäßige Aussichten fürs Quartal 4. Bisher recht schlechte Aussichten für das Quartal 1. Wir haben den AMC Go Plan. Wir haben gewisse Aussagen und Hinweise beim Webcast im Zuge des Earning Calls. Wir haben in letzter Zeit diese Aktivität auf ehemals Twitter, jetzt X, von Adam Aron. Das riecht alles sehr nach einer Sache und die steht dann auch schon hier im Filing entsprechend. Wir haben immer wieder Risk Factors in den Filings und da steht oftmals das Gleiche drin und eher auch sehr, allgemein gehalten, manchmal auch sehr vorsichtig formuliert, weil eben dieses Unternehmen einfach auf alle möglichen Risiken hinweisen muss, die dem Unternehmen bekannt sind oder die vorstellbar sind. Im Vergleich zu den letzten Filings haben wir jetzt aber hier relativ konkret auch einen Hinweis, dass letztendlich in Zukunft gefragt werden kann, ich denke wird, ob weitere Aktien genehmigt werden von Aktionären. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit einem Special Meeting, mit einer vielleicht vorgezogenen Hauptversammlung eben auch einen Abstimmungspunkt erhalten, der heißen wird, AMC möchte seine
Anzahl an autorisierten Aktien entsprechend erhöhen. Eventuell sind es dann nicht mehr 550 Millionen Aktien, sondern 1 Milliarde, 1,5 Milliarden. 2 Milliarden, wer weiß, werden wir dann sehen, wie es da kommen wird. Was natürlich auch prinzipiell möglich wäre, es ist nicht unbedingt notwendig, aber auch ein Reverse Split ist hier nicht auszuschließen. Er wird hier nicht erwähnt in diesem Absatz, aber AMC könnte natürlich zur Ansicht kommen, dass sie ein Reverse Split in diesem Zuge durchführen wollen. Das der Transparenz halber, wie es weiter laufen könnte. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst hoch. Mittlerweile bei 80-90%, wahrscheinlich sogar eher 90%, dass es eben notwendig ist, dass ja, die Aktienanzahl erhöht wird, dass es da nochmal eine entsprechende Abstimmung gibt. Es könnte natürlich auch sein, dass AMC, wie sollen wir sagen, etwas einfallsreicher wird und ja, Ape 2.0 eventuell macht, also die Vorzugsaktien in irgendeiner Form nochmal nutzt. Im Regelfall sehen wir auch zum Ende des Jahres oft dann nochmal diese Tauschaktionen, Aktien gegen Schulden. Ich wüsste jetzt nicht, wo AMC die dieses Jahr hernehmen soll, außer sie kürzen eben irgendwo was weg. Aber das wird sich dann noch zeigen. Vielleicht hat man das auch wieder vor und es wird nochmal so eine Hauruck-Aktion geben. Es steht vieles in den Sternen und ja, erwappnet euch für manche Dinge, wenn ihr auch über solche eher trockenen Themen oder komplexeren Themen informiert sein wollt. Folgt gerne dem Kanal. Wenn es für euch ein bisschen hilfreich war, dieses Video, lasst mir gerne ein Like da und ich versuche nochmal die nächsten Tage drüber zu schauen und ja, würde dann eventuell auch Korrekturen bekannt geben, sofern sie notwendig sind, sofern ich hier irgendwas etwas missverstanden habe und einen Quatsch verzapft habe oder sowas. Ich hoffe es nicht. Ich habe entsprechende Sorgfalt walten lassen, aber ja, wie immer ist man davor leider nicht gefeit. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt, habt nächste Woche einen guten Start und ja, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.